Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr seht, das Wetter ist immer noch totale Banane. Ich weiß nicht warum, seit wie viele Folgen habe ich jetzt aufgenommen? 4? Regnet es. Naja, okay. Genau, wir haben in der letzten Folge den Ritter zunichte gemacht. Was sehr gut ist, wir haben hier schon alles gut abgeräumt. Bevor wir jetzt zu dem großen Schatz hier runter gehen, würde ich tatsächlich noch die kleinen einmal einsammeln. Das geht ja recht schnell. Wir nehmen auch einmal Hopsi, damit wir mit... Wir müssen an dem... Oh ey, was machst du da? Oh. Und jetzt kommt das hier. Von der Stadt auf jeden Fall vorbei. In die Stadt will ich nicht. An der Stadt vorbei. Werde, wird das unschön. Ja. Ich kann mich direkt da gar nicht reingehen. Energie da. Laden. In den letzten 500 Meter. Die werden sofort angreifen. Schatz. Da komme ich ja auch unentdeckt wieder raus. Was ich zwar bezweifle, weil ihr wisst selber, wie ich spiele. Wieso stirbt der? Achso, da hat ein Helm, ne? Ja, geht's dir gut oder was? Ha? Kommt von den Seiten, strengt euch an! Wow! Das war knapp vom Boden, ey. Und das alles nur, weil ich den haben wollte. Na, wollte ich gar nicht. Ich fühle mich gut. Das freut mich. Wir müssen noch den nächsten Schatz dann markieren. Das ist der hier unten. Was ist da? Ich sitze einfach hier hoch.
Komm, wir schaffen das. Ja, du sollst da hoch einfach. Geh doch einfach hoch. Boah, das ist nicht, dass du zurückkommst. Stimmt, hier war irgendwo ein Tunnel, ne? Es reicht Meldorna. Niemand liebt Streiche mehr als ich, aber aufgrund der hohen Zahlen nach Öl verursachten Feuer kann ich nicht weiter einen gewissen uneingeschränkten Zugriff auf derartige Zünden Materialien gewähren. Daher wurden sie. Das haben wir schon mal gelesen. Aber hier war irgendwo, muss ein Tunnel sein. Was ist mit. Seite versperrt sein. Geh da rein. Hier ist ganz viel Öl. Aufrichtige Entschuldigung. Meine lieben Freunde, zuerst möchte ich mich für den Ton meines letzten Sendeschreibens entschuldigen. Ich muss gestehen, dass Geduld eine Tugend ist, die mir derzeit fehlt. Ich habe zum Herrn gebetet und dieser hat mir gezeigt, dass der Fehler bei mir lag, denn ich habe euch in Versuchung geführt. Also habe ich sämtliche Ölkrüge weggesperrt. Lass dies das Ende der Brandstiftung bedeuten, hoffnungsvoll Bruder Thomas. Voller Brief. Oh, wunderbare Kinder Gottes. Das letzte Feuer in Meldorn ist nun 6 Tage her. Ich muss zugeben, ich bin außer mir vor Freude. Vielleicht können wir nun mit dem Wiederaufbau beginnen. Die wunderschönen Triebe der Genesung sprießen wie Frühlingsblumen aus der Asche. Ihr seid wahrlich gesegnet, Bruder Thomas. Hier noch was anderes? Aber schön, dass der Boden so sattig ist. Wahrscheinlich ist das auch immer. Nein! Das wollte ich gar nicht. Das macht doch gleich noch Boom. Das war ungeschickt. Ja, Gomena sein. Ich würde gerne die Kirche wieder aufbauen. Ich träume davon, dass sie ein Zentrum des Friedens und der Einkehr für jede in Not wird. Ein sicherer Hafen für diese schwierigen Zeiten. Jede Spende für diese Zwecke dankbar angenommen, entgegnet Bruder Thomas.
demonstrativ auf, kletter hier rauf. Hier ist halt die eine Aussichtsplattform. Also reinkommst du aber trotzdem nicht. Du sollst einfach nur draufstehen. Wer ist das denn da oben? Wo man von oben schießen kann. Stimmt, wo wir hier waren, hatte ich keine Adrenalin mehr. Ich erinnere mich. Was haben wir aber noch? Sie wurde wohl verriegelt. Höfliche Bitte, meine Freunde, ich weiß, wie viel Not es gibt, seit die Soldaten das Salzwerk übernommen haben. Es war unsere täglich Brot. Ich weiß, dass die Nerven blank liegen, doch bitte seht davon ab, die Ölkrüge als feurige Protest zu missbrauchen. Es gibt auch mehr Teile als schönes Mildon, die nicht schon versenkt sind. Euer Kamerad Bruder Traumas. Jetzt müsste man natürlich noch irgendwie Bruder Traumas irgendwie finden mit dem Rena. Hier bist du ganz schnell in der Feuerfalle, wenn du hier tatsächlich die Ölfässer abfackelst. Okay, dann haben wir das auch. Und dann gehen wir natürlich hier rüber. Hier fehlt ein Rätsel. Achso, das machen wir jetzt gleich. Und halt ein Artefakt. Das ist da. Okay. So, vielen Dank.
Richtig? Ja. Sonne kriegst du lange auch nicht. Das geht auch so, aber weiter nicht. An den kann ich mich auch erinnern. Ich muss mehr irgendwie da unten hin. Okay. Stimmt, da wusste ich nicht, wie wir da hinten hinkommen. Ne? Weil das war ja abgestimmt. Clint, ich muss auf die andere Seite. I remember. Das war ja der Scheiß gewesen. Aber das Haus steht ja auch nicht alleine. Und macht das halt auch gar keinen Sinn. Haus gegenüber irgendwie gucken, ob man da rüber kann. Kommt da ja auch nirgendwo rein. Und da kann man das gesehen. Das ist aber groß. Nee, das sind kleine Fassungen. Und trotzdem fuchst mich das schon. Sein kann, dass man das irgendwie. Aber dann würden die es ja auch anzeigen. Daneben wo ein Fenster oder so. Naja, egal, wir gehen weiter. Das ist ja noch ein kleiner Minischatz. Gehen wir weiter. Bringt ja nichts, jetzt die ganze Zeit darüber nachzudenken. Man kommt ja sowieso nicht auf ein Zweig. Außer natürlich, man findet irgendwie noch einen Tunnel und dann kommt man von da irgendwie unten lang oder so. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber hier ist ja auch nirgendwo noch ein Brunnen oder so.
Dunkle, das im Wasser. Na komm, also er kann hier gar nicht tauchen. Irgendwas sein wird. Hier, weil hier ist, der ist halt nada. Deswegen. Egal, ist zwar blöd, mein innerer Monk heult, aber it is what it is. Wir sind jetzt noch 300 Meter von dem entfernt. Wir kraulen jetzt einfach mal dahin. Nachricht, lass diese Frau nicht frei. Sie folgt uns und verbreitet Unsinn. Ich glaube, dass mir von ihrem Fersen tatsächlich die Ohren bluten. Ah, mein Gott. Undankbare Bauern! Wäre Dichtung der Kuchen des Essens, wäre ich die Bäckerin! Komm! Warum warst du festgebunden? Ein kleines Missverständnis zwischen mir und den guten Menschen aus den umliegenden Dorfschaften. Wie ist dein Name? Eivor vom Rabenclan. Nun habe ich dich befreit, also gehe deinem Leben nach. Warte! Darf ich fragen? Der liebliche Klang deiner Stimme, dein starker, göttlicher Gang. Du bist eine Kriegerin, nicht? Eine einsame Barke, die auf den Wogen der Gelegenheiten treibt. Wohlan, was sehe ich da am Horizont? Abenteuer? Die Sterne haben unser Treffen angekündigt. Ich bin Bardin Aswig, die Schmeichelnde. Schon von mir gehört? Nicht schlimm. Das Schicksal schickt dich zu meiner Anregung. Ich folge dir und hülle deine Heldentaten in Dichtkunst. Daraus wird keine große Sage, Eivor. Eivor flieht vor dem, was war. Ja, sie rennt und macht sich rar. Eivor klettert mit viel Schneid. Ein Steinbock wäre blass vor Neid. Daraus wird keine große Sage, Eivor. Tu etwas. Irgendwas. Na komm. Jetzt. Lotter Fuß und stolzer Gang. Dich bedicht ich stundenlang. Oh, ey, läuft die jetzt wirklich die ganze Zeit mir hinterher? Okay, nicht Krise. Eivor klettert Spinnen gleich. Gut. Es reicht. Lauf mir nicht nach. Ich muss. In deinen Fußstapfen zu wandeln, ließ mich am Krug der Eingebung nippen. Du bist der Sinn meines Lebens. Von mir bekommst du kein Geld. Nimm mal ein paar Münzen und geh. Dich loszuwerden, ist mir jeder Preis reicht. Genug von dir. Kaum der Rede wert. Doch ich nehme es. Aswig, du wirst heute Brot und Milch speisen können. Das ist ein besonderer Tag. Ich danke dir. Aber bitte, geh endlich. Wenn Ungemach und Ärger, Eivor rennt hinfort. Kommt, kühn und tapfer, weg. Die läuft mir jetzt immer noch daher, dann hau ich sie. Die läuft mir immer noch daher. Eivor flieht vor dem, was war. Ja, sie rennt und macht sich rar. Wenn Ungemach und Ärger droht, hält Eivor inne und stellt sich tot. Ich kann dich auch töten, das ist kein Thema, nervt mich nicht. Eivor klettert Spinnen gleich. Gut, dass ich nie von ihrer Seite weich. Flotter Fuß und stolzer Gang. Dich bedicht ich stundenlang. Na
Toll. Kann ich mit der Alten jetzt reden? Daraus wird keine große Sage, Eivor. Aber ich kann dir noch nicht mehr töten. Irgendwas. Jetzt. Es reicht. Lauf mir nicht nach. Ich muss. In deinen Fußstapfen zu wandeln, ließ mich am Krug der Eingebung nippen. Du bist der Sinn meines Lebens. Hopp, hau Schluss ab. Jetzt. Ich werde mir dein Gefasel nicht länger anhören. Erst war der Hunger und nun sieh her, ein Festmahl. So lebe denn wohl, Eivor vom Rabenclan. Deine Heldentaten werden durch mich weiterleben. Ich danke dir. Aber bitte, geh endlich. So lebe denn wohl, kühne Heldin. Vielleicht sehen wir uns wieder. Götter, hoffentlich nicht. Alter. Wow, noch eins. Was willst du denn? Raserei, das okay, dann haben wir das. Es ist noch ein Reichtum da. Lange drücken, dann kommt er. Okay, wenn ich nur kurz drücke, pfeift sie nur kurz. Wenn ich lange drücke, ruft sie das Reittier. Okay. Das Wetter so krass ist, ich verstehe es nicht. Gesicht verdecken. Ich muss mich in Acht nehmen. Und da. Ich sehe das beim letzten Mal, den ich gesehen habe. Nee. Ah doch, da. Und dran. Manchmal sieht man auch den Wald von lauter Bäumen nicht. Ich werde es mit der Wassermühle, dem Wasserrad, ist sicherlich auch mega einfach. Aber ich komme nicht drauf, wo der Eingang ist. Geheimgang noch sein.
das ist nie jemand aufgefallen. Ja, weiß ja nicht. Bisschen Geld einsammeln. Auch, dann würde ich tatsächlich einfach mal zum Artefakt laufen. Ja. Ich glaube, jetzt eine Box bekommen heute, oder? Und wir sind im gesuchten Land. Also nicht im gesuchten Land, sondern in dem nächsten Friedenspakt. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, die Frage ist, ist er jetzt oben? Nee, der ist unten. Nächstes Kaufmannsfall, ne? Ich mach keine Gleise für. Im Lager selber ist. Ups. Im Lager selber ist da noch was? Ja, ein großer Schatz ist auch noch drin. Zwei Schätze sogar hier. Interessant. Das sind immer Wildsteine oder was? Wenn ich da nicht reinkomme, bringt mir das alles an. Thank you.
Da oben ist. Geht's dir gut, ja? Oh Mann, ey, Mann. Du machst mich fertig. Nein. Kannst du nicht einfach? Danke. Und dann ziehst du dich da einfach hoch. Du ziehst dich da einfach hoch. Was haben wir denn da so Feines? Ah, das Springen von oben. Das haben wir ja auch aktiviert. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Aber wir haben noch nicht alle, ne? Das sieht ihr ja auch. Aber ich glaube, wir sind schon ziemlich gut dabei. Aber ich glaube, es kommt noch einiges, denke ich mal. So zwei Punkte. Ein bisschen haben wir auf jeden Fall noch vor uns, denke ich mal. Betäubung und was ist das? Ausbildung Feuerwiderstand. Fähigkeit Schaden. Feuer. Feuer. Ist momentan viel. Wir nehmen einfach den nächsten hier. Punkt. So. Sorry. Ja, da selber haben wir jetzt nichts mehr. Boah. Dann gucken wir mal, was hier so passiert. Unbehelligt wieder rauskommen. Mal hier rumschauen. Was denn hier noch für ein Rätsel ist? Wildzeug, ne? Da muss man ja Euer Schlauch braucht mir den Verstand! Ich wollte die Wölfe empfangen! Sag mir das! Sag dem Herrn, dass ihr gut nicht an deinen Händen lebt! Ich flehe euch an! Ihr müsst den Blut aufheben! Der Wald und die Felder lehnen sich gegen mich auf! Mit roten Zähnen und blauen! Nee, das ist das.
Ohr. Tot. Brachte ihn die Angst ins Grab oder etwas anderes? Das ist das Gefasel eines Wahnsinnigen. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass die Tiere ihn gequält haben. Wenn das mit dem Bestienmeister aus Eastsexe zusammenhängt, reicht seine Macht sehr weit. Der Bestienmeister, er lebt in Mitte der Tiere, mehr Bestie denn Mensch. Er befehligt alle Kreaturen, von der niedrigen Maus bis zum furchterregenden Bär. Sie befolgen seinen Befehlen, ruchlos und grausam. Er nennt sich Beschützer der Natur, aber ich sehe das Blut zwischen seinen Zähnen. Er ist wild und ungezähmt wie der Wolf. Und jetzt hat er mich verflucht. Verflucht ob meines furchtbaren Verbrechens. Oh, überall Ratten. Er hat seine eigene Weissagung erfüllt. Und die Natur hat sich gerecht. Nicht schön. Und dieser Gestank. Abfall und verrottendes Essen. In seiner Angst hat er sich eingesperrt. Kein Wunder, dass Ratten kamen. Ja. Er hatte große Angst. Er dachte, er wäre verflucht, weil er eine Wölfin und ihr Junges getötet hatte. Ich bin verloren. Auf der Jagd begegnete mir eine Wölfin und ihre Welpen, die kaum älter waren als der Sonnenuntergang. Sie fletschte die Zähne und obwohl ich fliehen und die Mutter in Ruhe lassen wollte, verfolgte sie mich durch die Bäume. So leid es mir tut, muss ich zugeben, dass ich ihr eine tödliche Wunde beigefügt habe. Ich wollte nicht, dass sie sterben. Aber was sollte ich tun? Ich glaube, der Bestienmeister hat meine Tat beobachtet und jetzt hat er mir einen furchtbaren Fluch auferlegt. Die Keiler schnauben vor meiner Tür. Die Ratten huschen in den Wänden. Eines dieser Tiere wird mich holen, das weiß ich. So. Na gut, mein Lieben, das war's, was ihr hier schon von für heute. Es geht aber furchtbar schnell vorbei. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch dein Abo und Like da. Ich würde mich mega freuen. Und wir hören und stören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann!